Es ist kein Geheimnis, dass die Videos von Spirit of the Law einen Einfluss auf meine eigenen haben, und vor kurzem kam mir eines seiner Videos wieder in den Sinn, wo Alanchas das Gesetze erklärt und wie sie auf Age of Empires 2 anwendbar sind. Diese Gesetze wurden von Frederick William Lanchester zur Modellierung von Militärtaktiken formuliert und können grundsätzlich auf jedes Strategiespiel mit Kriegsführung angewandt werden. Aber wie verhält es sich in unserem Fall mit Siedler 4? Können wir den Ausgang eines Kampfes mithilfe der Mathematik vorhersagen? Kurzer Disclaimer, anders als Spirit of the Law habe ich keinen Abschluss in Mathematik, daher kann ich nicht so sehr ins Detail gehen wie er, aber ich werde mir Mühe geben, das Ganze möglichst fehlerfrei und klar zu erklären. Bevor wir beginnen, stellt euch folgende Situation vor. 20 Level 3 Bogenschützen gegen 15 Level 3 Bogenschützen, alle mit 100% Kampfkraft. Wer hier gewinnt, sollte klar sein, aber wie viele Einheiten wird der überlegene Spieler hier verlieren? Schreibt eure Vermutung in die Kommentare, die Auflösung gibt's nach dem Intro. Um genau zu sein, gibt es gleich zwei Gesetze, die wir uns ansehen müssen. Zum einen haben wir Lanchesters Lineares-Gesetz. Hier treten zwei unterschiedlich große, aber gleich ausgerüstete Armeen gegeneinander an. Durch das Terrain kann man nur eine gewisse Anzahl an Einheiten gleichzeitig aktiv kämpfen. Sobald ein Soldat stirbt, nimmt sofort einer seiner Kameraden aus den hinteren Reihen seinen Platz ein. Der klassische Fall sind griechische Hopliten, die in ihrer Phalanxformation einen Engpass blockieren, wie sie es in der Schlacht von Thermopylae taten. In diesem Fall können wir theoretisch davon ausgehen, dass bei einem Kampf zwischen 100 Soldaten auf der einen Seite und 50 auf der anderen etwa 50 überleben. In der Praxis sind es eher 60 Überlebende, da ein Siedler nicht immer Duelle ausgetragen und die letzten Soldaten der schwächeren Streitmacht sofort umzingelt werden, wenn ihre Linie durchbrochen wird. Das gleiche Gesetz würde theoretisch auch zutreffen, wenn zwei unterschiedlich große Armeen blind auf das ungefähre Gebiet schießen würden, in dem sich die feindliche Armee befindet, wie zum Beispiel bei Schiffe versenken. Aber ein Siedler verfehlen unsere Fernkämpfer nie ihr Ziel. Lanchester ging für sein Modell auch davon aus, dass ein verletzter, aber noch kampftauglicher Soldat weniger effektiv kämpft, was wir aber weder in Age of Empires noch Siedler berücksichtigen können. Eine dynamische Änderung der Kampfkraft wäre via Skript sicher möglich, würde aber nicht die normalen Zustände im Spiel widerspiegeln. In unserer Situation vom Anfang überleben 12 der roten Bogenschützen und diese haben auch noch 90% ihrer Gesundheit übrig. Hier reicht das lineare Gesetz nicht mehr aus, wir müssen uns also mit seinem großen Bruder, Lanchesters Quadratgesetz, befassen. Hier müssen wir aber vorher erwähnen, dass es für Fernkämpfer konzipiert ist. Auf Nahkämpfer ist es nur bedingt anwendbar. Außerdem geht dieses Modell von einigen weiteren Voraussetzungen aus. Beide Armeen bestehen jeweils aus nur einem Einheitentyp, zum Beispiel Bogenschützen. Alle Einheiten öffnen gleichzeitig das Feuer und jede Einheit kann immer eine feindliche Einheit angreifen, also keine Kampfpausen. Außerdem müssen alle Einheiten innerhalb einer Armee gleichwertig ausgebildet sein. Eine Kombination aus Level 3 und Level 1 Bogenschützen auf einer Seite kann die Formel also nicht abdecken. Da Bogenschützen Siedler die höchste Reichweite haben, ist Lanchesters Quadratgesetz auf sie am einfachsten anzuwenden. Das Modell geht auch davon aus, dass sich die Angriffe der Armeen gleichmäßig verteilen. Hier kann in der Praxis also auch eine Quelle für Abweichungen liegen. Die ursprünglichen Gleichungen wurden 1916 veröffentlicht und verwendeten zwei Armeen aus jeweils 1000 Soldaten als Beispiel. Da so große Armeen in Siedler aber schwierig zu kontrollieren sind, machen wir einfach 100 draus. Die blaue Armee teilt sich in zwei 50er Gruppen auf, während die rote zusammenbleibt. Lanchester ging davon aus, dass, wenn die rote Armee die beiden blauen Gruppen nacheinander angreift, sie als Sieger hervorgehen würde. Teile und herrsche, aber eben indem man nicht seine eigenen Truppen, sondern die des Gegners teilt. Die genauen Formeln sind ziemlich kompliziert für meine Verhältnisse, aber für unser Beispiel mit gleichen Einheiten auf beiden Seiten reicht es, die Wurzel von 100 hoch 2 minus 50 hoch 2 zu nehmen. In diesem Fall kommen wir auf 86 Überlebende der größeren Armee. Wenn diese gegen die zweite Truppe antreten, bleiben noch 69 übrig. Wir hätten also eine gleichwertige Armee mit nur 30% Verlust besiegt. Auf unsere Gruppe vom Anfang angewandt kommen wir theoretisch auf 13 Überlebende, wir sind also ziemlich nah dran. Für sehr kleine Gruppen, zum Beispiel 2 gegen 1, passt dieses Verhältnis aber nicht. Auch die große Armee verhält sich in der Praxis anders. Wir haben nie wirklich alle Soldaten gleichzeitig am Kampf beteiligt, selbst mit etwas Trickserei, damit sich die beiden feindlichen Gruppen überhaupt auf unsere zubewegen. Nur 72 unserer Bogenschützen überlebten das erste Gefecht und nach dem zweiten waren noch 44 übrig. Immer noch ein effizienter Trade für Rot, aber bei weitem nicht so wie berechnet. Unsere Rechnung von vorhin kann auch erweitert werden, um unterschiedliche Schadenswerte zu berücksichtigen, wie sie zum Beispiel durch unterschiedliche Kampfkraft oder theoretisch auch durch den flächendeckenden Einsatz der Blutrausch oder Schildzauber entstehen könnten. Allerdings haben die Einheiten in S4 auch unterschiedlich viel Gesundheit, greifen unterschiedlich schnell an und haben im Fall von Hauptmännern auch noch Rüstung. Dieses Vorgehen reicht also nur bei homogenen Konstellationen wie Bogenschützen gegen Bogenschützen. Beim Vergleich unterschiedlicher Einheiten eignet sich die Time to Kill besser als Koeffizient, aber dazu müssten wir Inversen berechnen und spätestens hier wird mir der Mangel eines Abschlusses in Mathematik zum Verhängnis. Falls Mathe-Genies unter euch sind, wäre ich sehr gespannt, was ihr dazu denkt und für möglich haltet. Letztendlich sind Lanchesters Gesetze aber auch nicht ohne ihre Grenzen und nicht ohne Grund nur ein Gedankenexperiment.
Wie bereits erwähnt, verhalten sich Nahkämpfer anders, da sie zum Beispiel nicht nahtlos das Ziel wechseln können. In der Situation vom Anfang überleben 16 rote Schwertkämpfer mit durchschnittlich 50% ihrer Gesundheit. In der 100er Armee überlebten nur 18 rote Schwertkämpfer bis zum Schluss, womit wir weit vom ausgerechneten Ergebnis entfernt sind. Lanchester geht auch davon aus, dass jeder Soldat immer nur einen anderen Soldat angreifen kann. Eine Regel, für die sich Rucksackkatapultisten mal so gar nicht interessieren. Jede Form von Artillerie oder Massenvernichtungswaffe fällt bei Lanchesters Quadratgesetz sofort raus. Theoretisch wäre das Ganze auf Blasrohrschützen anwendbar, aber ihr Freeze-Effekt ist durchaus zufällig. Dennoch waren die Ergebnisse zumindest im kleinen Rahmen ziemlich stabil, mit 16 Überlebenden im roten Team. Schlussendlich verhalten sich die Verluste in solchen Gefechten nie wirklich quadratisch. Der genaue Exponent hängt immer von der beteiligten Einheitenkonstellation ab. Dazu gibt es sogar eine ganze Studie, die Lanchesters Gesetze auf StarCraft 2 anwendet. Was aber deutlich wird, ist, dass selbst eine kleine zahlenmäßige Überlegenheit zu einem haushohen Sieg führen kann, wenn alle anderen Faktoren identisch sind. Ein großes Dankeschön geht an Spirit of the Law, sowohl für sein ursprüngliches Video über Lanchesters Gesetze und ihre Anwendung auf Age of Empires, als auch für die Erlaubnis, sein Intro-Lied zu benutzen. Falls ihr mit seinem Content noch nicht vertraut seid, solltet ihr das definitiv ändern, besonders wenn ihr Age of Empires spielt.